Damit komme ich auch zum nächsten, lieber Boris. Hier wird es dann, wie leite ich das ein? Meanwhile bei der SPD-Menschenrechtskonferenz. Ja. Ich habe das erste Mal gesehen, das ist jetzt schon ein paar Tage her, ne? Mhm, eine Woche. Ich habe das erste Mal gesehen. Oder zwei. Und ich habe es mir natürlich direkt aufgeschrieben. Olaf Scholz war auch da. Ja, es handelt sich um die, was war das? Die queerpolitische Menschenrechtskonferenz. Die zweite übrigens. Ja, im Endeffekt ist ja egal. Aber ich dachte bisher, ne, das gibt's in den Staaten und so, ne? Dieses Rumgebrülle, dieses affige Tanzen und so weiter. Und dann siehst du das und du fragst dich und du kannst mir nicht erzählen, jeder normal denkende Mensch in Deutschland, und das wären immer noch irgendwie 90%, vielleicht mittlerweile nur noch 80 oder so, 85% der Bevölkerung sein. Aber jeden, den du auf der Straße triffst, dem du das zeigst, die Reaktion wird ein und dieselbe sein. Das ist geisteskranke Scheiße. Absolut. Und ausnahmslos. Und trotzdem sitzen die Leute da und denken, ah ja, Das ist genauso, wir gehen mal durch die Straße und zeig jemandem ein Bild von Markus oder frag deine Oma, ob Markus oder ob Opa morgen mit Fingerschnipsen eine Frau werden kann. Das ist so absurd. Gleichzeitig will dir jemand sagen, dass die Deutschlandflagge im Bundestag nicht getragen werden kann. Und dann sagen, und dann will man aber uns irgendwie verklickern, nee, läuft doch eigentlich alles gut, alles normal. Das ist irre. Wir leben in einem scheiß Irrenhaus. Ja, also stell dir mal vor, so sehen deine Parteiveranstaltungen aus. Übrigens eine Parteiveranstaltung, die stattgefunden hat. Ich lese es hier gerade bei News. Nicht in der Parteizentrale, im Kanzleramt. Oder bin ich jetzt blöd? Ja, irgendwie so, ja. Im Kanzleramt. Übrigens dort gesprochen, wie ihr ihn hier auch gerade eingeblendet seht, hat Stefan Haldenwang. Das, was wir da gerade im Intro gesehen haben, das waren die sogenannten Schlangenknaben, die für ihre Bühnenschau mit dem Titel So haarig künstliche Schamhaare in den Schritt geklebt hatten und auf der Bühne Bewegungen vollführt hatten, die man mit großem Wohlwollen als Tanz beschreiben konnte. So beschreibt es Pauline Voss bei News. Keine Ahnung, also genießen diese Leute das dann wirklich? So diese skurrilen Vorstellungen dort mit Leuten, die sich dann irgendwie Schamhaare ankleben und das ist dann der Würde eures Hauses entsprechend? Ich glaube, das, was wir dort sehen, das ist, also so wäre doch am besten ganz Deutschland in deren Augen. Mutmaße. Ich möchte mich jetzt auch nicht die ganze Zeit über dieses Video echauffieren, sondern vor allem auch auf die Rede von Haldenwang eingehen. Eine Rede, dessen Manuskript man auf News-Anfrage nicht veröffentlichen wollte. Es könne nicht herausgegeben werden, sagte die Pressestelle, weil Herr Haldenwang in seinen Reden in der Regel abweichend vom Manuskript reden würde. So, aber in einer Antwort auf eine schriftliche AfD-Anfrage gab es das dann doch. Ja, und die liegt jetzt gerade in News anscheinend exklusiv vor. Ich finde schade, dass sie nicht den ganzen Fließtext veröffentlicht haben. Zunächst einmal möchte ich aber bemerken, dass dieser wunderschöne Mann was hier... Du meinst, News hat Auszüge daraus, oder? Ne, sie haben das komplett und sie haben es zusammengefasst und kommentiert. So kann man es ausdrücken. Ja, das ist halt auch was mich tierisch ankotzt, habe ich jetzt in den letzten beiden Videos und kommt in dem aktuellen auch nochmal. Ständig beziehen die sich auf irgendwas aus der AfD, auf irgendwelche kleinen Anfragen. Die haben natürlich, ich kenne da auch Leute, werde da auch nochmal nachhaken, dass sie mich in irgendeinen räudigen Scheißverteiler aufnehmen sollen, wenn die halt die, weil du musst dir das so vorstellen, du stellst eine kleine Anfrage, dann bekommst du als Partei die Antwort und 14 Tage später wird die Drucksache für alle veröffentlicht. Aber du hast immer ungefähr 14 Tage Vorlaufzeit mit den Antworten, die du bekommst. So, und du hast halt immer noch Leute bei News, die im großen Stil auf der AfD rumhacken, an vorderster Stelle Julius Böhm und viele andere, Reichelt mittlerweile schon weniger. Und trotzdem spielen die denen ständig diese Informationen zu, die Antworten aus den kleinen Anfragen, wo News sich dann ihre Exklusivartikel bastelt und dann halt beiläufig erwähnt, ne, aus der Anfrage, der kleine Anfrage von der AfD-Fraktion und den trotzdem dann wieder in den Rücken fallen. Ich mir denke, ey, also das ist, ich raff's einfach nicht, ne? Ja, ich erfahre hier auch leider nicht im Fließtext des Artikels, wie ich diese Anfrage zu finden habe. Also unter welchem Namen oder. Nicht bis jetzt. Schade eigentlich, ja. Also frühestens in 14 Tagen. Also ich bin mir sicher, ich werde da morgen mal nachhaken.
ich werde die schicken, ich werde die morgen sicherlich bekommen. Aber mir geht es halt einfach darum, dass man halt einem Medium, was einen in Teilen öffentlich weiterhin ächtet, irgendwie trotzdem diese Informationen zuspielt, irgendwie in der Hoffnung, dass man irgendwann doch von Mami geliebt wird, weißt du? Ja, klar, also so würde ich aber einfach aus Prinzip nicht machen. Also dann würde ich es halt allen anderen, dann würde ich, weiß ich nicht, Junge Freiheit, Kompakt, was weiß ich, Grauzone, Leuten wie uns zum Beispiel schicken oder allen möglichen anderen Leuten, die halt kritisch, aber durchaus fundiert hinter der Partei oder hinter den Inhalten und den Leuten halt stehen, es sei denn, jemand zeigt mir oder beweist mir irgendwie das Gegenteil bei vielen Dingen, dann bin ich auch bereit, da meine Meinung oder Ansicht darüber zu ändern. Ja. Aber ich raff's ehrlich nicht. Also, und das weiß ich nicht, das nervt mich schon lange. Ich merke, die Wut sitzt tief bei dir. Du bist auch heute übelst am Fluchen, Alter. Hier wird einiges gepiept werden müssen. Was ist denn los, Boris? Ist ja unglaublich. Ja, es nervt mich einfach, muss ich sagen. Das ist, also... Ja, also übrigens, also apropos Nerven, ja, Herr Haldenwang hat am Revers an diesem Tag leider nicht die Deutschlandflagge getragen. Fast als wäre es das Symbol einer neuen politischen Zeitalters, einer politischen Gesamtrichtung. Ja, er hat die Progressive Pride Flag am Revers getragen. Das ist ein Foto aus dieser Veranstaltung. Ja, so sah er aus. Also das am Revers sagt etwas aus und das ist auch ein dickes Ding. Also ich weiß nicht, ob es ein Sticker ist oder ein sehr großer Anstecker. Ist ein Sticker, denke ich. Also es sieht aus, als würde es kleben, ja. Ja, also er zitiert zum einen in seiner Rede Fälle queerfeindlicher Gewalt, so sagt er. Mit einem Blick auf die Statistik zu politisch motivierten Kriminalität weist er darauf hin, dass queerfeindliche Taten zunehmen. Zitat, hinter diesen Zahlen stehen Täter erfüllt von Intoleranz, Feindseligkeit und Hass. Woher kommen diese Aggressivität und diese Feindseligkeit? Wer schürt und verbreitet sie, fragt Haldenwang. Ich gebe eine Antwort, zumindest in zwei Fällen weiß ich, dass der Kulturkreis, aus dem diese Taten hervorgehen, in der Regel muslimisch geprägt ist. Auch die zwei queeren Todesopfer, die wir beklagen, sind Malte C. vom CSD, damals in, ich weiß nicht, ob es Münster war, der niedergeschlagen wurde von einem Nuradi A., ich glaube, so hieß er. Und die andere Tat in Dresden, ne, dieser islamistische Anschlag, wo mit dem Messer zwei Homosexuelle, ne, ja, genau, aus einer, Köln, ja. Einer getötet, der andere schwer verletzt, der Täter Abdullah H. aus Syrien. Also das ist ja auch, ich weiß nicht, ob du etwas Vergleichbares von rechts überhaupt rauskramen könntest aus den letzten Jahren. Ich glaube nicht. Nö. Zumindest wüsste ich es, weil wir den Jahrestag immer wieder würden. Wird halt immer nur Halle Hanau genannt. Und also Halle bin ich nicht so tief drin. Hanau ist halt Quatsch. Also das weiß jeder, der dieses Manifest gelesen hat von diesem Typen. Ja, also Haldenwang selber sagt, hier wären dann zwei Gruppen an Werk, die Rechtsextremen und die Islamisten. Also wir können uns hier freuen, er hat den Islamismus immerhin angesprochen. Wie viele Rechtsextreme jetzt, ne, Leute mit einem Messer angegriffen hätten wegen ihrer sexuellen Einstellung. Das hat anscheinend keinen Platz in der Rede gefunden, weil ich wüsste es jetzt auch nicht. Man kann ja ein bisschen durchspringen, ist ein längerer Artikel. Ja, Haldenwang kommt so dann auf rechtsextreme Parteien zu sprechen. Zitat, Rechtsextremisten wie beispielsweise die neonazistische Kleinstpartei der Dritte Weg behaupten, es gebe eine gezielte Gender-Propaganda, mit der die Gesellschaft manipuliert oder sogar sexuell umerzogen werden sollte. Sie unterstellen, dass öffentlich-rechtliche Medien, Konzerne und Politiker und Schulen diese Propaganda aktiv verbreiten. Und also hier sieht man eine schöne Strategie an der Stelle. Der Dritte Weg ist eine komplett irrelevante, aber ja, neonazistische Kleinstpartei. Wir können uns darauf einigen, dass das Dritte Reich-Romantiker sind, die da am Werk sind. Ja, einige Vertreter von denen, die Tattoos sind sehr einschlägig, ja. Aber dass es eine Gender-Propaganda gibt, stimmt. Also, dass es öffentlich-rechtliche Medien gibt, die da 1:1 mitspielen. Dass Konzerne dort mit einsteigen und Politiker und Schulen diese Propaganda aktiv verbreiten, stimmt. Also hier ist der Versuch, eine Partei, mit der du eigentlich nichts zu tun haben willst, damit zu synonymisieren mit diesen Einstellungen, die aber nicht für diese Partei exklusiv gelten, sondern wahrscheinlich auch für weite Teile, wenn nicht sogar 100% der AfD, die nichts mit irgendeiner neonazistischen Einstellung zu tun haben, sondern mit einer Betrachtung der Realität. Es ist doch nicht lange her, dass die Sendung mit der Maus uns eine Transfrau vorgestellt haben. Also wo die Welt dann noch einen dicken Artikel drüber geschrieben hat, wie unsere Kinder früh sexualisiert werden und bla bla bla, und dann der Queerbeauftragte den Konterartikel dazu geschrieben hat. Wir erinnern uns. Ja, und das eine war hinter der Paywall und der Konterartikel dann vor der Paywall. Ja, die Geschichte mit Mausgate, das war ja auch damals, ich glaube auch um den Stolzmonat ungefähr herum, ich weiß es nicht mehr, Alter. Die Geschichte hatten wir. Also auch hier, ne, also die Zahl der Menschen der Generation Z, die sich als Transgender identifizieren, ist doppelt so hoch wie die der Millennials. Doppelt so hoch. Ja, weil wir alle so tolerant geworden sind. Doppelt so hoch. Ja, aber auch hier bei Gallup können
Einziges sehen, die Identifikation mit LGBT allgemein über Generationen hinweg scheint irgendwie nur, obwohl die Toleranz doch für alle gestiegen ist, die Generation Z am meisten zu interessieren. Das hat sich verdoppelt. Das ist kein natürlicher Anstieg. Es hat sich verdoppelt innerhalb von 4 Jahren. Verdoppelt von 10,5% zu 20,8%. 20,8%, also mehr oder ungefähr jeder fünfte der Generation Z identifiziert sich als lesbisch, schwul, bi oder trans. Das klingt irgendwie nach einer sehr interessanten Entwicklung für 4 Jahre. Ja. Wir können jetzt auch noch über den Bildungskoffer reden vom Land, ich glaube Sachsen-Anhalt, ja, wo du dann im Bildungskoffer selber diese Julian ist eine Meerjungfrau unter anderem gefunden hattest oder den Vorschlag des Crossdressings an Kindergärten. Ja, das sind ja alles Dinge, die du findest. War das jetzt hier, die sich als queer identifizieren oder Teil der queeren Community oder wie war die Frage nochmal genau bei denen? Hier ist es die LGBT-Identifikation. Ah, okay, ja, das ist halt auch die Frage, was, also da gibt es ja auch so Umfragen auf dem Campus, ne, siehst du dich irgendwie als Teil der queeren Bewegung oder würdest du dich als queer bezeichnen? Was halt auch, ne, da zählen dann wahrscheinlich auch Leute runter, die sagen, ja, wir sind die, ne, die sogenannten Allies, aber, also die Zahl ist natürlich Quatsch, aber die Zahl derer, die sich davon wirklich indoktrinieren lassen, weil sie irgendwie Halt im Leben brauchen, die ist halt, glaube ich, doch erschreckend hoch. Ja, News hat auch noch ein paar interessante Zahlen hier mit reingebracht. Ich glaube, ich habe es hier sogar tatsächlich. Laut einer aktuellen Studie, die den Zeitraum von 2006 bis 2021 untersuchte und beim 76. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie in Leipzig vorgestellt wurde, nimmt die Zahl der Transoperationen in Deutschland seit Jahren stark zu. Demnach wurden im Zeitraum insgesamt 17.542 geschlechtsangleichende Operationen durchgeführt. Operationen, die Frauen in vermeintliche Männer verwandeln sollten, stiegen demnach von 246 im Jahr 2006 auf 1639 im Jahr 2021, was einen Anstieg um 566% entspricht. Umgekehrt, also die Toleranz, Boris, ja, die war's, ja, von 2006 bis heute, die das beeinflusst hat. Umgekehrt also bei Operationen von Mann zu Frau stieg die Zahl von 180 Fällen im Jahr 2006 auf 784 Fälle im Jahr 2021, also um 355%. Das ist ein massiver, starker Anstieg, den du nicht mit Toleranz erklären kannst. Was Toleranz? Ja, vielleicht, es ist überall im Fernsehen. Vielleicht du gehörst zur Klientelgruppe derer, die von der Regierung hochgelobt werden, die sich mit deinen Symbolen schmücken. Es wird sicherlich einen gewissen Menschentypus geben, den das auch auffängt und motiviert, damit zu machen, sich zumindest in die Richtung zu identifizieren. Ich meine, hier sind wir schon ganz am Ende des Prozesses, hier sind wir bei der geschlechtsangleichenden Operation, aber selbst dort sehen wir einen Anstieg von 566% von 2006 auf 21. Das ist schon eine sehr krasse Entwicklung und rein natürlich kann diese nicht sein. Irgendetwas wird die Leute beeinflusst haben. Nun gut, News sagt es auch selber, Haldenwang vermischt hier auf strategisch kluge Weise die Position einer tatsächlich extremistischen, aber bundespolitisch komplett unbedeutenden Partei mit legitimen Meinungsäußerungen, die in der Gesellschaft weit verbreitet sind. Tatsächlich reicht es aus, sich das Video der Schlangenknaben, die wir ja vorhin am Anfang gesehen haben, sich anzusehen, um zu erkennen, dass es eine Genderpropaganda gibt. Dass es sich bei Transsexualität um einen Trend handelt, oder Transidentität ist ja dann der neue Begriff, darauf lässt auch der enorme Anstieg der vorhin besprochenen Operationen schließen. Und auch die doppelt so starke Identifikation unter der Generation Z. Dann kommt er aber auch auf den Stolzmonat zu sprechen. Unter anderem, lieber Boris, vielleicht den Aspekt noch. Also, hier eingeordnet unter der Überschrift Gleichsetzung von Islamismus und Rechtsextremismus. Im Folgenden spricht Haldenwang über den Stolzmonat. Eine Aktion von konservativen und rechten Kreisen im Netz, die diese als Reaktion auf den Pride Month der queeren Community veranstalten. Zitat, Haldenwang: Im Kontext des Pride Month stellt das Bundesamt für Verfassungsschutz eine Vielzahl queerfeindlicher Äußerungen und Anfeindungen von Rechtsextremisten im virtuellen Raum fest. Als Gegenbewegung zum Pride Month initiierten Rechtsextremisten im letzten und auch in diesem Jahr den sogenannten Stolzmonat. Dabei inszenieren sie in ihren Augen patriotische Aktionen und hetzen unter diesem Deckmantel gegen die LGBTQ-Community. Auch hier zeigt sich Haldenwang nicht als neutraler Chef einer Behörde, sondern, so News, als politischer Aktivist mit linker Schlagseite. Denn im Rahmen des Stolzmonats, so schreibt es auch News, veröffentlichen viele Nutzer vollkommen harmlose Beiträge, in denen sie ihren Nationalstolz zum Ausdruck bringen. Auch dies ist in einem Rechtsstaat nicht strafbar. Also die Rechtsextremisten. Ja. Also unter anderem Schlaun, ja, dass er nicht Neonazis geschrieben hat. Und wir halt. Ja. Ja, er hätte auch direkt Neonazis. Also damit. Es sind ja sowieso alles nur Synonyme, um letztendlich bei Hitler zu landen. Darum geht's, ja? Also das ist die Sache mit Haldenwang und liebend gerne würde ich einmal die ganze Rede einfach hören. Also ich weiß ja nicht, wenn man findet... Ich werde es, wenn ich sie habe,
also den, dann schicke ich es dir. Weil, ist ja auch interessant, also der, wir sehen das jetzt auch mal als Kompliment, ne? Also, dass der Stolzmonat vom Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, vom Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz angesprochen wird, das ist ja schon mal durchaus ein metapolitischer Erfolg. Das ist natürlich mit der absolut lächerlichen Konnotation, dass es Rechtsextreme seien, die das ins Leben gerufen hätten, verbunden würde. Das, damit haben wir alle auch gerechnet an dieser Stelle, denke ich. Und selber trägt dieser Mann das Symbol, ja, was besagt, Boris ist, wenn er sagt, dass er eine Frau ist, morgen eine Frau und darf dann in die Frauensauna, ins Frauenfitnessstudio, und eine Frau, die sich darüber beschwert, ist halt einfach transphob. Das sagt auch dieses Symbol. Tja, so viel dazu. Das war dann damit unser lieber Herr Haldenwang, oder naja gut, ich glaube, die SPD als solche könnte hier auch der Gurkenkandidat sein. Nicht zuletzt aufgrund dieser Vorstellung hier. Ich denke, noch einmal, ja. Ich frage mich eigentlich, warum man solche Veranstaltungen dann nicht als Livestream verbreitet, oder? Also warum? Ihr seid doch stolz darauf. Also das hier ist Teil eurer großen Festivität, auf der dann Leute solche Laudatios halten. Ihr denkt euch, damit leitet ihr jetzt mal eure Veranstaltung ein. Also hier nochmal für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. So startet der queere Menschenrechts, die queere Menschenrechtskonferenz der SPD. Vielleicht wurde das Programm auch damit unterbrochen, um aufzulockern. Ich bitte um Entschuldigung, ja? Da kann man doch nicht ernst bleiben bei. Also. Ja, vor allem, da sitzt auch einer, der ist oberkörperfrei irgendwie, ne? Ja, ich weiß auch nicht, in was der für ein Mutter, die so ein der hat so eine Bassen wie Aladdin. Ja, genau. Vielleicht hat Alter. Er sich gedacht, heute gehe ich als Aladdin. Vielleicht ist das ja sein Gender. Du musst an ihm reiben. Kulturelle Aneignung. Er sieht ein bisschen weiß aus für diese Kopfbedeckung. Du musst an ihm reiben und dann erfüllt er dir alle Wünsche. Vielleicht läuft das und ja was so. Und was sitzt dahinter eigentlich? Das sieht aus wie Gollum. Ja. Geiler, hat doch auch geiler. Nichts an, oder? Es sieht so aus, oder? Er steht auf und fängt die Scheine. Es ist, ja, also es hat auch so kultistische Züge irgendwie, ne? Also ich Züge ist gut, Alter, das ist ja wirklich... Es ist ein Kult. Ja, es ist ja die Zelebrierung der absoluten Relativierung von jeglicher angestammter Moral, Wertvorstellung, vor allem auch Sexualmoral. Also alles kommt da ja zusammen. Eine groteske Vorstellung, übersexualisiert, wo sich dann Frauen dann die Schnurrbärte und die Schamhaare ankleben, jetzt in Form dieser Vorstellung, und die werden dann offiziell von der SPD eingeladen, um da auf der Bühne zu tanzen. Also das ist ja, das hat ja auch einen Symbolismus, von dem da jeder Einzelne oder zumindest die zu verantworten haben, dass die eingeladen worden sind, oder die Entscheider dort auf der Veranstaltung, ein Symbolismus, hinter dem jeder Einzelne von denen wahrscheinlich stehen wird. Ja, ist gut. Das muss alles bitte schön bunt sein. Ja, so kann man es zusammenfassen. Also hier einmal eine Gurkenabstimmung für euch. Haldenwang. Zack.